Hallo allerseits. Bezüglich Tabellenfenster. Zuerst zeigen wir es an durch Ansicht Tabelle. Da ist es auch schon. Ich habe im Vorfeld diese zwei Zahlentabellen vorbereitet, aus denen wir jetzt Matrizen machen werden. Dazu markieren wir zuerst diese 9 Zellen, klicken rechts drauf und erzeugen eine Matrix. Klick. Im Algebra-Fenster steht sie dann sofort. Sie heißt M1, ich möchte sie umbenennen in Groß A. Also Rechtsklick drauf, umbenennen, Groß A eingeben, Enter und fertig. Machen wir dasselbe für die zweite Matrix. Zellen markieren, Rechtsklick, erzeugen Matrix. Im Algebra-Fenster Rechtsklick, umbenennen, Groß B, Enter und fertig. Jetzt werden wir die Matrix A transponieren. Dazu geben wir in der Eingabe einfach ein Transponiere Matrix, erkennt GeoGebra. Ich klicke drauf, die Matrix ist Groß A, Enter und fertig. Überprüfen wir, die erste Zeile ist zur ersten Spalte geworden. Die zweite Zeile zur zweiten Spalte und die dritte Zeile zur dritten Spalte. Funktioniert. Wie berechnet man die Determinante einer Matrix? Dazu gibt man einfach ein DET und GeoGebra erkennt sofort Determinante, zum Beispiel von der Matrix A, Enter, und die Determinante von A ist 2. Um die Kehrmatrix einer Matrix zu bestimmen, zum Beispiel von der Matrix A, geht man so vor, man gibt zuerst den Namen der Matrix ein, dann tippt man auf das Hütchen, das aber noch nicht erscheint, dann auf minus 1 für A hoch minus 1, bestätigt mit Enter und da ist sie, die Kehrmatrix dieser Matrix A. Wie multipliziert man zwei Matrizen? Man gibt in der Eingabe einfach ein, erste Matrix Groß A, dann das Sternchen für Mal, zweite Matrix Groß B, Enter und da ist das Produkt A mal B. Überprüfen wir noch, ob M2 wirklich die Kehrmatrix von A ist. Dazu geben wir ein, Groß A, dann Sternchen für Mal, diese Matrix, das ist klein m2, Enter und wir stellen fest, dass das Produkt dieser Matrix A mit ihrer Kehrmatrix effektiv die Einheitsmatrix ergibt. Als passende Aufgabe dazu schlage ich vor, zuerst diese kleinen Zahlentabellen vorzubereiten, aus der ersten Tabelle die Matrix A zu machen, aus der zweiten Tabelle die Matrix B zu machen und dann eben üben, wie man Matrizen transponiert, wie man die Determinante einer Matrix berechnet, wie man die Kehrmatrix einer Matrix bestimmt und wie man zwei Matrizen miteinander multipliziert. Hier kann man zum Beispiel schön überprüfen, dass die Matrix A mal Matrix B nicht dasselbe ist wie die Matrix B mal die Matrix A. Das Matrizenprodukt ist nicht kommutativ. Ich wünsche viel Vergnügen dabei.